heute kommen wir zum Thema, das sich meistens mit den Unternehmern beschäftigt, aber das auch auf jeden Privatmann übertragbar ist. Weil letzten Endes ist für mich es so, dass jedes Leben eine Unternehmung ist. Egal, ob du eine Familie hast oder egal, was du hast, es ist immer eine Unternehmung. Ich bin sehr oft in Betrieben und coache den ganzen Betrieb durch oder move ihn durch oder wie auch immer man es nennen will und berate diese Firmen. Und da stelle ich immer wieder Folgendes fest: Wenn es einen Geschäftsführer gibt, dann gibt es verschiedene Ebenen. Und das sieht folgendermaßen aus. Meistens ist es so, dass es eine Tagesgeschäftsebene gibt. Die befindet sich hier unten. Und ein Geschäftsführer gehört immer in diese Position. Diese Position nennt man Metaposition. Man kann auch dazu sagen Vogelperspektive oder wie auch immer. Auf jeden Fall guckt man von hier oben runter auf das System. Den meisten Menschen, wie auch zum Beispiel Müttern, normalen Männern oder was auch immer, versinken komplett in folgender Ebene. Und zwar in der Tagesgeschäftsebene. Hier. Das heißt, es werden Telefonanrufe gemacht, es werden Kunden angerufen, es wird alles Mögliche gemacht. Es gibt ganz viele Positionen zu besetzen. Und ein Geschäftsführer, wie auch eine Mutter und jeder andere, kann grundsätzlich immer jede dieser Positionen am besten spielen. Das ist ja auch klar, weil ein Geschäftsführer, wenn ich ein Geschäft aufmache und ich bin der Inhaber zum Beispiel, dann kann ich jede Position am besten, weil ich weiß ganz genau, wie das große Bild aussehen soll und es ist meine Vision, es ist mein Ziel und deswegen weiß ich genau, wie es an jeder Position auszusehen hat. Und gerade bei kleinen Firmen ist es so, dass alle immer auf diese Positionen springen. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel mal anschauen, an einem Beispiel Autohaus. Das heißt, der Inhaber sind 10 Angestellte, der geht gerne in die Werkstatt, repariert die Autos. Der sitzt gerne am Frontdesk und macht dort die Annahme, weil er enorm kundenfreundlich ist. Der kann alle Angebote schreiben, der kann alles nachtelefonieren. Der kann alles komplett machen. Er kann jede Position spielen bis zur Putzfrau hin. Und leider machen das die Geschäftsführer auch so, dass sie jede Position spielen. Ist doch Logo. Die können immer reinspringen. Und je kleiner die Firma ist, passiert es halt auch immer, dass immer mal ein Mitarbeiter ausfällt und dass er dann hier reinrutschen muss. Einerseits ist es natürlich total gut. Das ist klar. Weil am Anfang kann man nicht jede Position doppeln. Das geht nicht. Deswegen ist er die Reserve, die dann eben hier reinrutschen kann. Ja, kann man so machen. Aber es gibt natürlich bessere Lösungen dazu. Das System ist besser, wenn man hier in der Metaposition, in der Vogelperspektive bleibt und von oben drauf schaut. Und dann schaut, zum Beispiel am Anfang mit einer 450-Euro-Kraft, die vielleicht noch nicht so gut ausgelastet ist, und schauen kann, wer das ersetzen kann. Wenn hier einer ausfällt, nicht reinzuspringen in die Position, sondern zu schauen, wie mache ich das System, was braucht das System? Von oben auf dieses System zu schauen und zu sagen, was läuft nicht richtig und ich bringe es jetzt zum Laufen. Das heißt, die 450-Euro-Kraft kann hier reinspringen und kann diese Position übernehmen. Das heißt, ich kann weiter in der Vogelperspektive bleiben, kann von oben drauf schauen und sagen, okay, das muss getan werden, das muss getan werden, das muss getan werden. Ich kann als Chef immer 20 Leute kontrollieren, aber ich kann nicht alle 20 Posten besetzen. Das funktioniert nicht. Das heißt, jeder von uns hier oben hat genau 14 Stunden Zeit pro Tag. Manchmal sind es auch 16 Stunden oder 18 Stunden. Aber letzten Endes ist die Zeit, die wir am Tag übrig haben, enorm begrenzt. Und diese 14 Stunden muss der Chef hier das machen, was er am besten kann und was die Firma am weitesten nach vorne bringt. Das heißt, auch wenn ich das Beispiel nehme der Familie, es fällt jemand aus, kann nicht gefahren werden, kann die Mama natürlich reinspringen, kann das Auto selber fahren. Aber dann kann die Mama nicht einkaufen, sie kann nicht das andere Kind zum Zahnarzt fahren und, und. Es funktioniert nicht. Deswegen ist es immer besser zu schauen, wie kann ich es lösen, ohne dass ich selber in diese niedere Tagesgeschäftsebene hineinspringe. Also, die Oma aktiviert, angerufen, kostet
10 Minuten Zeit, das zu organisieren. Der Part springt dir rein, übernimmt den und schon läuft das ganze System wieder. Ich stehe oben und bin entspannt und kann mich um die wirklich wichtigen Sachen kümmern. Die denn da heißen, einkaufen, Auto zur Reparatur bringen und so weiter. Ob das jetzt wichtiger ist wie das Kind, ist mal absolut dahingestellt. Und so ist es als Chef auch. Fällt dir einer aus, einen reingesetzt, kann ich mich um die Sachen kümmern, die wirklich, wirklich wichtig sind. Was ist zum Beispiel wirklich wichtig? Ich sag mal, wenn ich hier im Autohaus, ja, um bei der Geschichte zu bleiben, in der Werkstatt stehe, dann kann ich mich nicht um neue Kunden kümmern. Aber ganz ehrlich, der Typ, der in der Werkstatt steht und die Autos repariert, der kann ja keine neuen Kunden akquirieren. Das kann nämlich nur einer machen. Und das ist der Chef. Und deswegen muss der Chef immer die Sachen machen. Das ist Quality Time. Das ist die wichtigste Zeit überhaupt. Er muss die Arbeiten machen, die nur ein Chef machen kann. Und das heißt Steuern, Akquise, Kundenbetreuung, Kundenreinigung ist bei jedem Geschäft anders. Aber hier, wenn er hier reinspringt und macht die Materialbestellung, selbst wenn er krank ist, der Materialbesteller kann die Arbeit von ihm nicht abnehmen. Die kann er nicht tun. Und das ist bei kleinen wie bei großen Betrieben so. Punkt. Deswegen ist deine Aufgabe und die von dem Chef, egal in welcher Größe, den ganzen Tag folgende. Schau, was braucht das System von oben, damit es alleine läuft. Und ab dann hast du ein System, was funktioniert. Ob du krank bist, ob du nicht da bist. Kommen wir noch dazu. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die dann geschaffen werden muss. Man kann also hier noch nicht ganz zu Hause bleiben. Das geht noch nicht ganz. Dafür müssen noch andere Sachen im System passieren, die wir später erklären werden. Aber wenn das System erstmal so läuft, ist der Chef viel entspannter und kann die 14 Stunden am Tag total effektiv nutzen mit dem, was er am besten kann. Alarmstufe blau. Jetzt kommen die Mover. Yeah, let's go!